Das machen wir jetzt schon deshalb, weil PS Paul Schreier heißt und weil du hier bei mir schon bist, machen wir einen PS draus. Wo auch immer wir das jetzt hintun und verstecken. Ich fand das gestern bei unserem kurzen Vorgespräch in dem skurrilen, in der skurrilen Namibia Suite im alten Land. Die Elbe Suite. Heißt sie so? Ist die Elbe Suite. Du bist in der Elbe Suite? Mhm. Ja, dann müsste man vielleicht nochmal so einen kleinen Flug über das Gelände machen. Es ist sehr schön, es ist wie aus der, aus der Welt gefallen. Ein interessantes Hotel auf dem Land mit der Elbe Suite. Da habe ich schon gedacht, wir machen das und jetzt machen wir das einfach wirklich. Du, weil ich gestern dich gefragt habe, wie heute, weil du aus einem anderen Land kommst als ich ursprünglich und ich inzwischen sehr viele aus deinem Land kenne, ob die DDR uns alle retten kann. Du verstehst den Hintergrund bitte richtig, weil ich in dieser Zeit, und wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, so geht das nicht, was hier gerade passiert, dann haben, glaube ich, wenn ich ihr sagen darf, ihr Ostdeutschen. Wir Ossis. Ihr Ossis. Okay, lassen wir uns, begrüßen wir uns auch so. Du Ossi, ich Wessi, machen wir es doch klipp und klar. Habe ich den Eindruck, dass die Ossis eine andere Wahrnehmung dieser ganzen Zeit haben. Und weil sie vielleicht schon mal sowas erlebt haben, so eine Art feindliche Übernahme. Und habe dann, wenn ich da den vielen Freunden, die ich inzwischen aus Ossi-Land habe, wenn ich die so höre, dann habe ich auch den Eindruck, wenn ich irgendwo hingehen sollte in Deutschland, um mich dort neu zu vernetzen mit Leuten, dann wäre es im Osten. Was ist denn da dein Eindruck? Hast du da irgendwas gerade jetzt aktuell? Also es wurde noch mal so ein bisschen deutlich, vielleicht bei den Corona-Demonstrationen, so Anfang letzten Winter, war ja erst ein Schwerpunkt im Norden da, bei uns in Rostock war sehr viel los und in Sachsen natürlich und Thüringen. Mhm. Wo ich auch schon dachte, naja, das sind auch so die Orte, die in der Wende 89 auch, wo auch große Demonstrationen damals waren. Ja? Mhm. Vielleicht auch, und wo auch Leute, die dort demonstriert sind, gesagt haben, ja, das erinnert mich aber schon ein bisschen, müssen wir jetzt schon wieder, war doch gerade erst vor 30 Jahren, dass wir hier demonstrieren mussten. Aber es ist ja nicht nur der Osten. Also mir ist schon auch aufgefallen, dass ja auch so Bayern, Baden-Württemberg und so, da im Süden war es auch sehr viel los. Da ist auch sehr viel, ja, Bewusstsein irgendwie da, oder dass die Leute irgendwie wach sind. Mir war das schon vor der Corona-Krise aufgefallen, wenn ich wenn ich Lesungen, Vorträge gemacht habe im Süden, Baden-Württemberg, so habe ich sehr wache Leute oder überhaupt Einladungen. Es kam Einladungen vor allem von dort, wo ich dachte, ja, und dann habe ich mich für mein Demokratiebuch, kurzer Exkurs, auch mal mit Demokratiegeschichte in Deutschland befassen, sehe, dass Baden-Württemberg tatsächlich eine Demokratiegeschichte auch wirklich hat. Also da ist das wirklich verwurzelt bei den Leuten. Ja. Aber Sachsen und so Regionen haben auch eine Geschichte mit Wachheit und Kritik gegenüber der Obrigkeit und so. Da ist was, das ist nicht von jetzt auf gleich. Das hat jetzt auch nicht nur mit DDR oder so zu tun. Das reicht, glaube ich, viel, viel weiter zurück. Aber zu deiner Frage zurück. Auf jeden Fall, ich beobachte das auch, haben die Leute natürlich im Osten dieses Déjà-vu-Gefühl. Ja? Das hatten wir doch alles jetzt schon mal. Irgendwie, ja? Du sagst, es ist doch gerade 30 Jahre. Ja, genau, also habe ich so gehört, 1:1 in Rostock auf der Demo. Damals, da vor einem Jahr. Ja, klar, und sie haben vor allem diese Erfahrung, dass die Dinge anders sind als in den Medien. Mhm. Die ist präsent, die hat jeder, der im Osten war. Jeder weiß das, ja, es gibt die Medien und es gibt die Wirklichkeit. Das weiß jeder aus dem Osten. Und im Westen wissen es auch viele, aber nicht alle. Ja, deswegen fragte ich das eben auch. Da muss doch ein anderes Bewusstsein auch sein. Ich erinnere mich an die Worte von Bärbel Bohley zumindest, dass irgendwie, das glaubt man nicht, dass das weg ist. Also auch was die Mechanismen betrifft, der Sicherheit des Staates, also der, wie heißt diese Vereinigung noch? Ja, Staatssicherheit hieß sie ja damals. Genau. Das ist natürlich anders und verfeinert, aber ich fand die Bemerkung damals von Bohley bemerkenswert, dass sie nach vorne gesagt hat, glaubt man nicht, dass die weg sind. Die kommen in anderer Form wieder. Und da muss doch bei euch ein anderes, da hast du völlig recht, das kennt man ja hier man nicht. Man kennt das. Das haben wir ja hier zumindest nicht so, wie ihr es dann... Auch diese ganze, als diese ganze NSA-Sache damals kam, jetzt irgendwie, ja, mit Snowden und ja, und wir werden ja hier alle abgehört und so, und die NSA kontrolliert die gesamte Internet und so weiter, wo ich so, ja gut, ich meine, ich weiß, mein Elternhaus in den 80er Jahren in der DDR, unser Telefon wurde überwacht. Mhm. Hat man dann durch die Stasi-Akte später erfahren, ja, also...
so, also man kennt das, ne? Man kennt so das Gefühl, dass hier ein Staat übergriffig ist, dass ein Staat Dinge tut, die nicht in Ordnung sind, dass er kontrollieren will, dass er Angst davor hat, dass Bürger sich organisieren. Mhm. Das kennen die Leute aus dem Osten 1:1. Ja, das meine ich. Aber ja, deshalb, genau. Ich meine, ihr habt ja damals, das sind ja durchaus Parallelen zu heute, wie du sagst. Also, dass man sagt, dann fangen wir halt an zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen, dass die andere Seite feiert sich dann umso mehr. Auch das haben wir jetzt wahrscheinlich in Form eines Doppelwumms. Das ist ja förmlich irgendwie 89er. Wir haben es geschafft, die Deutsche Demokratische Republik wieder auf die Spur zu bringen. Oh ja, so ein bisschen, ja. So ein bisschen. Und deswegen meine ich die Frage ganz ernst. Also da ist ein anderes Bewusstsein als hier, weil sich zumindest die Älteren noch erinnern können. Ja. Und die Jüngeren wissen es von ihren Eltern. Ja. Und du kennst das, glaube ich, aus deiner, du warst ja noch relativ jung als die. Als ich war die 12, 13. So in der Wiedervereinigung, also nennen wir es mal eine völkerrechtswidrige Annexion der Deutschen Demokratischen Republik durch die BRD. Da warst du wie alt? Also ich bin 77 geboren, ne? In der Wende war ich so 12 und dann bei der Einheit 13. Hm. Ja, aber da kriegt man das. Man kriegt was mit. Bei uns war es auch so, wir waren auch ein spezieller Haushalt. Also mein Vater war ja Schriftsteller in der DDR und ein beliebter Romanschriftsteller, der immer wieder Politik in seine Romane eingeflochten hat, also zum erheblichen Teil. Die hatten sehr viel politischen Anteil. Und wir haben, als ich klein war, wo zu Hause am Mittagstisch eigentlich viel über Politik geredet. Das ist das, wie ich aufgewachsen bin. Und mein Vater, ich erwähnte das vorhin schon kurz, mein Vater hat es wirklich geschafft, er hatte seit den 50er Jahren ein Spiegelabonnement. Also in den 50ern vor der Mauer konnte man ja noch Westzeitungen auch im Osten abonnieren, das ging ja. Ne? Mhm. Und er hat es dann aber, es wurde immer wieder sozusagen, kam immer wieder die Intervention, nein, das wird jetzt aber gekappt in verschiedenen Jahren, das ist ja hier ein Sonderprivileg und mein Vater war ja auch nicht in der Partei und nix, der war ja wirklich dann ein Freigeist. Und er hat immer gesagt, nein, ich brauche das aber für meine Recherchen und so weiter. Mein Vater war halt ein erfolgreicher Autor, so, also der hatte ein bisschen Verhandlungsspielraum. Und er hat das, wir hatten bis zur Wende den Spiegel. So, war schon speziell. Das heißt, ich, kleiner Stift, habe dann auch mit 12 Jahren, habe ich dann auch dann im Spiegel gelesen. Ich habe dann auch in meiner Schulklasse, wen es interessiert hat, auch davon was erzählt. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, ja, genau. Und, da hat doch, also entschuldige mal, das geht ja gar nicht. Also, dass der Vater dann diesen Playboy aus dem Westen, also vergleichbar, lesen muss. Mein Vater hatte ja sogar mal einen Abdruck im Playboy von der Geschichte von ihm. Tatsächlich, in den 70ern. Okay, aber ja. Der Spiegel entspricht ja, das ist ja richtig Schmuddelliteratur. Das darf man ja. Und das durftest du dann auch lesen und das durften deine Klassenkameraden lesen? Das ist ja. Naja, die waren jetzt auch nicht so politisch interessiert, bei mir in der Klasse. Aber ich erinnere, weil du das sagst, wer darf was lesen? Da gab es also, bei uns Ende der 80er gab es ein Kind, da waren so 11. Da war der Vater aus dem Westen, also Fernbeziehung. Und der hatte Asterix-Heft, hat er mitgebracht in die Schule. Und dann kam wirklich, also ohne Spaß, unsere Lehrerin und hat das konfisziert. Okay. Weil das ja gefährlich ist. Da dachten wir damals schon mit 11 schon, also jetzt erstmal den Ball flach halten. Also es ist ein Asterix-Heft, ja. Aber so, naja. Aber den Spiegel konnte mein Vater halt kriegen zum Glück. Und da waren wir eigentlich ganz gut informiert. Und bei uns war es auch Routine, abends heute Sendung und danach dann aktuelle Kamera. Also immer diese zwei Welten, ne, hatten wir dann jeden Abend so zu Hause. Das haben auch viele so gemacht. Mhm. Also das würde man sich heute ja förmlich wünschen. Ja. Das sind die beiden, dass man umschalten kann. Mhm. Ja, aber gut, nochmal, da muss ich fragen, dein Vater war Schriftsteller, weiß ich, hat ja auch mit dir noch einen Roman geschrieben, gemacht, den über den 11. September. Das war, glaube ich, auch dein erstes Buch dann mit Vater zusammen. Genau. Das ist auch toll, oder? Also ich habe ihn damals animiert, er wollte eigentlich gar nicht mehr schreiben. Da hat er sich so zur Ruhe gesetzt und gesagt, du, das ist doch hier das Thema, das, lass uns das mal machen. Da hat er sich drauf eingelassen. Ja, aber ist doch toll. Ja, finde ich, also sehr schön. So zu haben und zu sagen, das haben wir zusammen gehört. Aber wenn du sagst, er hat geschrieben, er durfte sogar den Spiegel und den Playboy und Asterix lesen, aber politische Inhalte als erfolgreicher Romanautor geht doch gar nicht in der DDR. Ja, das denkt man immer. Also ja, deswegen sage ich das ja, weil ich war nicht dabei. Ja, das war viel vielschichtiger, ne? So, das Leben und das Diskutieren im Osten war viel vielschichtiger, als man es heute beschreibt. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie die Leute heute ein Bild von Russland haben, wo Leute denken, ja, in Russland, da ist doch alles gleichgeschaltet und alle müssen sagen, was Putin denkt.
Und wenn du dann mit Leuten sprichst, die in Russland leben oder die in Russland viel Zeit verbracht haben, dann wirst du, nee, Moment mal, wir haben hier Fernsehsendungen, da wird kontrovers diskutiert, mehr als in Deutschland. Und es gibt kritische Zeiten. Jetzt, seit dem Ukraine-Krieg hat sich das natürlich geändert. Ne? Da ist auch eine ganz harte Hand mehr in Russland. Aber bis dahin gab es da schon eine Vielstimmigkeit. Und im Osten gab es keine mediale Vielstimmigkeit in dem Sinne. Aber es gab die Zensur im Osten nicht offiziell. Also in der Verfassung der DDR stand, nein, eine Zensur findet nicht statt. Ja, so ein bisschen wie jetzt. Aber natürlich gab es Genehmigungsverfahren, Druckgenehmigungen. Das war dann das Instrument, wo also mehrere Ebenen sind. Es gibt erstmal den Lektor vom Verlag, der guckt, was steht da drin. Und dann gibt es noch andere Ebenen, die dann draufgeschaut haben. Aber da gab es eben auch Verhandlungsspielraum. Und mein Vater hat den klug ausgeschöpft. Und konntest du natürlich auch nur, wenn du sozusagen erfolgreich warst, sozusagen, wenn dann Interesse... Wenn jetzt jemand unbekannt ist, der sein erstes Buch schreibt, der hat ja keine Verhandlungsmasse. Der muss dann sozusagen, wenn einer dann sagt, das muss aber raus, dann, und er sagt, nein, das bleibt aber drin, dann erscheint das Buch halt nicht, Punkt. Mhm. Und wenn du jetzt schon ein erfolgreicher, oder ein bisschen, nimm jetzt irgendwie den DEFA-Schauspieler Manfred Krug, Armin Müller-Stahl, gab es ja auch Leute, die sich mal kritisch geäußert haben, hin und wieder. Das war nicht so schwarz-weiß in der DDR, wie es heute dargestellt wird, sondern es war schon immer, und das ist auch ein bisschen die Parallele zu heute, es gibt schon immer die Möglichkeit, Kritik zu äußern, man muss es klug machen und es ist nicht so, dass nichts geht. Ja? Man kann schon was machen. Und mein Vater hat dann teilweise eben auch Spielmasse beim Schreiben schon reingeschrieben, wo er wusste, das muss raus, aber dann hat er Material, was er dem Zensor sozusagen, wo er dem Lektor sagen kann, na gut, das nehmen wir dann wieder raus, um andere Stellen zu schützen. Also man muss dann strategisch halt sein, um mit der Zensur klarzukommen. Mhm. So war das damals. Das heißt was? Er hat also dann die Streichmasse mit eingebaut. Hat er mit eingebaut. Und er hat ein natürlich bisschen Kritik an der Staatsführung und wusste, dass das rausfliegt? Oder? Ja, also genau. Also der erste, können Sie ihm dann die anderen Sachen nicht streichen? Der erste Weg war so, dass er viele Bücher in den 60er, 70er Jahren, auch in den 80ern über Lateinamerika und die Umbrüche dort, und die Diktaturen dort und die Umgang mit Opposition dort. Und immer und jeder, der es im Osten gelesen hat, wusste, ah ja, naja, das ist schon klar. Das ist natürlich die Parallele zu hier. Und man nimmt dann ein anderes Beispiel. Aber er erzählt die gleichen Prozesse. Und da hat dann auch der Zensor nichts dagegen. Aber dann in den 80er Jahren irgendwann hat meine Mutter auch gesagt, du kannst doch nicht immer nur über die Karibik schreiben. Wir haben doch hier die Probleme, mach doch mal hier was. Und dann hat er auch wirklich ein Buch gemacht. Oder mehrere Bücher in den 80er Jahren, die dann über die Probleme hier, also in der DDR, in den 80er Jahren, Gegenwartsgeschichte, und die hatten es schwer. Also diese Bücher lagen dann noch viele Jahre, wurden viele Jahre nicht genehmigt und kamen dann erst teilweise 87, 88 raus, kurz vor der Wende. 88 wurde im Osten die Zensur aufgehoben, ein Jahr vor der Wende. Da konnte man kritische Sachen dann bringen. Das war nicht einfach, aber es ging mit Abstrichen. Aber das meine ich, also du warst dann noch sehr, sehr, sehr klein, sehr jung, du warst noch Kind, hast das dann so, aber du bist ja auch sehr wach und sehr sensibel für diese ganzen Prozesse, natürlich auch wegen deiner beruflichen Tätigkeit, wegen der Dinge, die du machst und weil du Paul bist, also weil du bist, wer du bist einfach wach. Aber die alle anderen, die jetzt in meinem gesetzten Alter sind und die das dann auch schon ein bisschen älter waren damals, oder sogar, es gibt Menschen, die sind sogar noch älter als ich, die werden ja jetzt in dieser Zeit doch alarmiert sein. Deswegen meinte ich die Frage ganz ernst, ob von da ein Impuls kommen kann, auch aus dem Osten. Ich idealisiere den Osten, kann sein, dann ziehe mir den Zahn wieder. Wenn ich mir vorstelle, ich bin noch 10 Jahre älter und habe das wirklich bei vollem Bewusstsein erlebt, also auch die Zeit davor, welche Mechanismen, wie man Meinung unterdrückt, wie man gleichschaltet, wie man Leute dann auch... für mich gehört ja die Überwachung auch dazu. Also auch wenn man sagt, wir wollen jetzt ja nicht die Stasi vertiefen, aber dass man sagt, dieses mal gucken, was der Nachbar da so macht, das kriegen wir jetzt dann irgendwie mit. Mal gucken, ob es da zu lang das Licht brennt oder zu warm ist. Das müssen doch ältere, in der DDR aufgewachsene Menschen alarmiert zur Kenntnis nehmen, oder? Ja, natürlich. Weil hier ist das ja überhaupt nicht vorhanden. Weniger, ja, überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Aber es ist schon, es ist natürlich was anderes, wenn du denn die ganze Zeit in so einem, oder viele, viele Jahre in einem Land gelebt hast, wo es offenkundig war, dass Dinge falsch sind, wesentliche Dinge falsch sind. Und Freiheiten unterdrückt werden, Freiheiten beschränkt werden, Leute beschnitten werden, Leute ausgegrenzt werden, Leute eingesperrt werden. Das war ja Realität und jeder wusste das. Und klar, wenn du jetzt lebst und du hast das in deinem Leben aber schon mal viele Jahre gehabt, ja.
Ist das eine andere Situation, als wenn du den großen Teil deines Lebens in einem Land gelebt hast, wo du immer dachtest, es ist hier eigentlich alles, gibt Probleme, aber eigentlich alles schon so richtig, wie es soll? Ist das natürlich eine andere Wahrnehmung. Aber trotzdem können wir, glaube ich, eher noch tiefer ansetzen. Also ich meinte in unserem anderen Gespräch so, ich finde die 20er Jahre sehr spannend. Was ist, und zwar spannend mit Blick auf politische Debatten und Offenheit von politischen Debatten und wie tief man so Themen erörtert und wie weit der Fokus auch war bei Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik. Da war, damals hatte die SPD ja noch ein marxistisches Parteiprogramm. Mhm. Und das war bis in die 50er Jahre, war das ein marxistisches Parteiprogramm. Mhm. 30 Jahre lang. Ne? Das war, und dieses Programm hat sich die SPD in den 20er Jahren gegeben, nachdem sie aus einer großen Koalition rausgeflogen ist. Da entdeckte sie ihre Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert nochmal. Mhm. Also diese Krisenzeiten geben ja auch immer Impulse, nochmal radikaler an die Probleme wieder neu ranzugehen. Weil man merkt, wie so im kleinen Rahmen, das ist jetzt nicht mit ein paar Reformen, ist hier gar nichts bewegt. Wir müssen viel grundsätzlicher nochmal ran. Also da, wenn du fragst, DDR, kann die DDR uns retten, gibt es viele Impulse aus der DDR-Gründung, auch aus der Art, wie man Dinge organisiert hat, wie man, ja, Krankenversicherung und so weiter. Man braucht jetzt nicht 20 Krankenversicherungen, in Skandinavien gibt es ja auch eine Krankenversicherung und so. Es gibt viele Dinge, wo Modelle probiert worden sind, wo man sich nochmal schlau machen muss. Was haben die eigentlich gemacht in der DDR? Ja, außer Stasi und Bürgerrechte unterdrücken gab es ja noch ein paar andere Sachen. Aber es gab eben auch Debatten in den 20er Jahren gesamtdeutsch, so, die ich auch sehr spannend finde, wo ich eben auch nochmal ansetzen würde für heute. Wo Leute viel tiefer die Probleme erfasst haben, wo wir jetzt noch ganz, ganz am Anfang stehen. Und die DDR war auf jeden Fall ein ganz interessanter Versuch. Und ich denke auch, je länger die DDR zurückliegt, desto klarer versteht man auch in der Geschichte, was die DDR eigentlich war. Das ist ja eine, wenn man sich jetzt mal die deutsche Geschichte über, ich weiß nicht, 500 Jahre oder noch länger anguckt, ist die DDR ja ein herausragendes geschichtliches Ereignis. Mhm. Also sowas in der Art gab es vorher nie, so einen Versuch in deutschsprachigen Regionen. Ja. Das wird aber jetzt mit diesem Abstand langsam eigentlich klarer, was ist eigentlich, wie außergewöhnlich das gewesen ist, was da passiert ist. Und natürlich war in der DDR das spiegelverkehrte Problem zum Westen. Es war überhaupt nicht frei. Es war auch nicht frei im Sinne von, das ist jetzt was, eine deutsche Idee, sondern es war ja was Sowjetisches, was Russisches, was wir hatten. Und im Westen hatten sie was Britisch-Amerikanisches. Das war ja auch nichts Deutsches, was da gemacht worden ist. Auch diese Liberalität der Medien, da hat der Michael Mayen auch neulich mal darauf hingewiesen, dass die Medien im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg da geschaffen wurden, der Spiegel und NDR und alles. Es ist ja unter britischer, amerikanischer Federführung geschaffen worden, auch nach Modellen, wie man liberale Medien begreift und dieser Objektivitätsanspruch, der eigentlich ein Objektivitätsmythos ist, dass man so tut, als könnte man Medien objektiv führen. Ja. Das ist ja Blödsinn. Ja. Jeder hat eine Ideologie, jeder hat eine Haltung, jeder Verleger hat eine Haltung und jedes Medium hat auch eine Haltung, die das widerspiegelt, was die Eigentümer denken oder was die kontrollierenden Instanzen denken. Und wir brauchen halt Vielfalt, wir brauchen viele Medien, viele Blickwinkel und dieser, ja, wir brauchen jetzt eins und das und ARD, das ist jetzt, oder Spiegel, wir sagen jetzt, was ist. Das glauben die ja selber. Ne? Hältst du denn viel von diesem Hajo Friedrichs-Satz, dass der gute Journalist sich mit keiner Sache gemein macht, nicht mal mit einer guten? Ich musste also da gerade dran denken. Ja. Ja. Weil du gerade sagst, niemand ist objektiv. Ja. Das ist ja ganz, ganz entscheidend. Also, dass man einfach sagt, das gibt es ja überhaupt nicht. Ja, und wenn man sich die Medienlandschaft in den 20er Jahren anguckt, da gab's ja auch hat ja niemand den Anspruch erhoben, wir sind jetzt eine objektive Zeitung oder so. Das war eine Zeitung von der Partei nahe, die stand der Partei nahe, die Zeitung stand der oder dem Industriellen nah und so weiter. Aber ganz kurz, du meinst, dieses DDR war ein einmaliges Experiment auf deutschem Boden? Auf jeden Fall, ja. Also eine demokratische Republik organisiert als Räterepublik nach sowjetischem Vorbild? Oder? Ja, es war halt was Russisches, ne? Ja. Und es war halt und Deutschland ist extrem autoritär immer gewesen, jetzt ja wieder zu neuen autoritären Höhenflügen aufgestiegen. Ja, und das im muss hier im Wasser sein. Und im Ost- und im Westteil auch unglaublich autoritär gewesen die ganze Zeit über. Ja. Und wir hatten halt dann im Osten, ich sage jetzt mal wir im Osten, dieses russische System war ja auch extrem autoritär, gerade im Stalinismus extremst autoritär.
Und das wurde dann hier durchgeprügelt in der DDR. Ja? Auch diese ganze, als Beispiel dieser LPG-Gedanke, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, ist ja kein dummer Gedanke. Ja? So, man teilt die Werkzeuge miteinander, nicht jeder Bauer braucht seinen eigenen Traktor und so weiter. Aber in der Art, wie es dann durchgeprügelt worden ist, ohne Rücksicht auf Verluste, war es natürlich verheerend. So, also man muss differenzieren, ne, bei diesen ganzen Sachen. Ja. Aber kriegen wir dann, also in der gemeinschaftlich deutschen Geschichtsschreibung ist es ja eher so, sei mir nicht böse, wenn ich das so zusammenfasse, aber ihr habt es verkackt, also ich sage jetzt ihr, ihr habt das einfach alles versiebt, ihr konntet das nicht gut, also bei euch gab es dann irgendwie, musste man 5 Stunden alle 5 Jahre anstehen für einen Badewannenstöpsel, weil das eben im 5-Jahres-Plan nicht vorgesehen war. Freut euch, dass wir euch dann gerettet und mit aufgenommen haben in den vaterländischen Schoß und jetzt kommt uns nicht hier mit, irgendwas war auch gut in der DDR. Ich neige dazu, diesen Zustand da drüben eher zu verherrlichen und zu sagen, da waren nach allem, was ich weiß, auch Dinge gut. Und immer wenn ich komische, wilde Ideen entwickle, selbst politisch, also wie zum Beispiel zu sagen, wir können uns das Werkzeug dort teilen, dann stelle ich fest, dass das entweder in Dänemark schon gemacht wird oder in der DDR schon gemacht wurde. Oder Finnland, wo man sagt, Finnland, die haben dieses tolle Bildungssystem zum größten Teil von der DDR übernommen. Ja. Also deswegen, das in Bausch und Bogen irgendwie in die Tonne zu treten, finde ich ja genauso verkehrt wie du. Und für mich ist es eher, aber du hast Hoffnung, dass wir das neu bewerten, 30 Jahre später. Auf jeden Fall, kommt von ganz alleine die Neubewertung. Jetzt, je länger das zurückliegt und auch diese ganzen Grabenkämpfe, dass man jetzt den Osten delegitimieren muss, damit der Westen da ist. Damit das zu rechtfertigen, was in der Wende passiert ist, dieser Raubzug, ne? Um das irgendwie zu legitimieren nachträglich. Dieses Bedürfnis geht ja auch zurück, je länger der Raubzug dann zurückliegt tatsächlich. Ne? Und die Räuber dann nicht mehr so in Amt und Würden sind, so, ne? Ist ja dann auch schon ein bisschen her. Naja gut, wenn die Räuber sich jetzt noch weiter irgendwie selber entlarven bei dem, was sie gerade tun, dann steigen ja die Chancen, dass wir nochmal einen Blick auf die DDR werfen und sagen, war da nicht vielleicht auch irgendwas gut, was wir hätten lernen können, oder? Ja, ich will jetzt auch nicht die DDR zurück, ne? Also nicht, dass ich da jetzt falsch interpretiert wäre. Ich weiß selbst gut genug, was da gerade mit Stasi und so weiter und die Art, wie mit Leuten umgegangen worden ist, die eine andere Meinung haben. Das ist ja das, mein Kernpunkt eigentlich, ja, mit allen reden, allen zuhören, alle einbeziehen. Da waren wir in der DDR sehr weit entfernt und das war falsch. Ja, das war meine Hoffnung, dass man sagt, ihr habt die Erfahrung gemacht und das ist das Schlimmste, was passieren kann und wir steuern darauf zu. Also in den letzten 2 Jahren steuern wir doch deutlich darauf zu, Zustände zu bekommen, die man aus der DDR schon mal kannte, oder? Ja, natürlich. Krasser noch. Jetzt ist ja das Krasse, es ist nicht nur ein kleines Land, es ist jetzt international. Interessant sind ja auch diese Sache mit den Eigentumsformen, wobei natürlich im Osten es ein Staatseigentum gewesen ist und der Staat natürlich nicht demokratisch verfasst war. Und es war dann doch eine Behördenwillkür, aber die Sache, wie man Banken organisiert, jetzt ist dieses Geldthema, das haben wir andere Stelle dafür, das muss ich jetzt vielleicht nicht nochmal aufmachen, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein anderer Weg gewesen, damit umzugehen, nicht der optimale Weg. Aber es ist eben immer der Punkt, wer entscheidet, wer sitzt am Drücker und hier war es eine autoritäre Partei im Osten, die am Drücker saß, mit Moskau im Hintergrund. Und heute sind es reiche Familien, einige wenige. So ist es beides nicht gut. Ja? So. Ist das Bankensystem der DDR? Ich weiß jetzt zu wenig darüber. Ich habe das nicht richtig recherchiert, weil in meinem Buch dann kein Platz mehr dafür war. Aber kann dazu jetzt keine Details nennen. Aber ich weiß nur, es gab eine Bank, ne? Eine Versicherung, eine Bank. Ja. Und also was man mit Blick auf heute auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eine Zentralisierung immer gefährlich ist, immer anfällig für Missbrauch ist, auch in der Regel missbraucht wird, zentrale Strukturen. Bei einer Versicherung ist es was anderes. Bei einer allgemeinen Krankenversicherung sehe ich das anders. Das scheint mir schon sehr vernünftig. Bei einer Bank wäre ich mehr auf regionale Lösungsansätze. Also das Sparkassenmodell, was Deutschland vor langer, langer Zeit etabliert hat, ist ziemlich selten international und ist sehr gut. Weil es die regionale Wirtschaft für die regionale Wirtschaft sehr wichtig ist. In England gibt es das nicht. England ist auch, was die Unternehmen angeht, viel stärker konzentriert, monopolisiert noch als bei uns. Und der Ökonom Richard Werner, deutscher Ökonom, der in England lehrt, den ich sehr empfehlen kann, hat darauf hingewiesen, dass das Sparkassensystem in Deutschland ganz entscheidend gewesen ist für den Aufstieg
Deutschlands als Wirtschaftsstandort, also insbesondere im Südwesten, ja, in Baden-Württemberg und Bayern und wo das Ganze, wo die Wirtschaftskraft eigentlich herkommt, das ohne diese Sparkassen nicht gegeben, weil große Banken geben Geld an große Firmen und nicht an kleine Firmen im großen Maße. Und wenn du kleine und mittlere Firmen schützen willst, brauchst du kleine und mittlere Banken. Ganz simpel. Und deshalb ist das sehr wichtig für eine florierende Wirtschaft, dass man Banken vor Ort hat. Das ist auch klar ersichtlich, der regionale Bezug. Man kennt sich einfach, man lebt in einem gemeinsamen Raum. Wenn du jetzt hier zu einer Filiale der Deutschen Bank gehst, dann entscheidet die ja nicht da vor Ort, sondern nach den zentral ausgearbeiteten Ratingkriterien, die über das ganze Land rübergestülpt werden, nach irgendwelchen Koeffizienten und Algorithmen. Und es gibt da keinen Spielraum für persönliche Kontakte, oder nur sehr wenig Spielraum. Das ist bei vielen Sparkassen heute leider auch schon so, aber es müsste nicht so sein, denn die Sparkassen sind ja regional angehörig sozusagen, den Kommunen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall, das Thema hat jetzt nicht so viel mit der DDR zu tun, aber es fiel mir jetzt gerade ein bei der Gelegenheit. Das macht ja nichts, aber das heißt, ist ein Hinweis darauf, wie war es denn in der DDR? Da gab es nur eine Bank, oder? Okay, das ist keine gute Lösung, oder? Klingt nicht so. Ja, du brauchst das Regionale, das Zentrale ist gefährlich. Diesen Glocalize-Gedanken, dass man sagt, das, was als in Deutschland ja oft als Schwäche empfunden wird, diese Kleinstaaterei und dieser ganze Föderalismus, dass man sagt, wenn es mal jetzt doof würde, können wir uns ja mal vorstellen, oder der Sand ins Getriebe gerät, dann könnte uns das helfen, dass es die regionalen Strukturen noch gibt. Ja, das große Zentrale ist immer Herrschaft. Ne? Du hast dann eine Zentrale, die Paris, da in Frankreich ist ja so, die sind ja anders, das ist ja alles zentralisiert zugeschnitten auf Paris, da wird alles entschieden, dann strahlt das nur aus, da nach unten hin und ist ja in vielen Ländern so und man kann eigentlich eine funktionierende Demokratie, wenn man sowas denn mal anstreben will, das kann man nur mit starken demokratischen Strukturen in den Regionen machen, sonst geht das ja überhaupt nicht, du kannst ja nicht einfach nur dann irgendwie das zentral alles lenken, das ist dann nicht mehr demokratisch. Das haut nicht hin, weil die Verantwortlichkeit nicht an den Leuten dran ist. Die ist zu weit weg. Und das ist ja auch das große Problem der EU. Die EU kann gar nicht demokratisch sein, weil die viel zu weit weg sind. Kein Bezug mehr zu den Leuten, zu denen ihre Entscheidungen in Beziehung stehen. Ja. Das ist aber ein interessanter Gedanke, der geht jetzt weit weg von der DDR. Ja. Aber die sprechen wir, das macht gar nichts. Das machen wir jetzt trotzdem. Weil das würde heißen, kennst meinen Gedanken vielleicht dazu. Deutschland gibt es ja noch gar nicht so lange und das hat sich ja zusammengefügt aus diesen Fürstentümern und so. Eigentlich haben wir das erst seit 1860. Ja, genau. So Zollunion damals, ja. Genau, vorher gab es irgendwie die Versuche durchaus mal das Ganze. Es gibt auch den Begriff Deutsch in dem Sinne nicht. Das ist ein substantiviertes Adjektiv, der Deutsche, weil das eigentlich nur heißt, der kann nicht Latein und nicht Griechisch. Daher kommt das Wort Judisk. Aber dass man sagt, diese historische Schwäche, dass wir keine Nation sind, in dem Sinne, die über viele, viele Generationen und Jahrhunderte wachsen konnte zu diesem strahlenförmigen, die Zentralregierung weiß es, was die EU jetzt ist. Das ist ja ganz spannend, wenn man sagt, das könnte, diese föderale Vorgeschichte könnte uns zu Pass kommen. Und ist jetzt in der Corona-Krise total ausradiert worden. Genau. Der Zentralismus wurde eingeführt. Ja. Das mal kurz mal gucken, ob sich die Souveränität der einzelnen Distrikte, würde es bei Hunger Games heißen, musst du nicht gelesen haben, aber dass man sagt, das könnte, wenn es unruhig wird, ein interessanter Aspekt werden, dass man sagt, wir haben die Strukturen noch, um demokratisch in den einzelnen Ländern, in den Bundesländern. Freistaat, ne? Das Wort Freistaat. Ja, Freistaat. Heißt das nicht so Bayern? Sachsen? Wie heißt das noch? Nee, Freistaat Sachsen. Oder freie Hansestadt Hamburg heißt doch, glaube ich, auch, ne? Ja. Also, ganz gefährliches Wort. Freiheit hier rum zu operieren. Sicherheit heißt das heute. Freiheit ist ja nicht mehr so wichtig. Richtig. Gut, aber das war ja nur mal diese, ich wollte den Ausflug trotzdem machen, auch wenn wir jetzt auf die Banken rausgekommen sind. Also, ich glaube, eine meiner, der Politikerin, die ich sehr schätze, die ab und zu mal Dinge beim Namen nennt, kommt aus dem Osten. Das ist dann die Frau Wagenknecht. Ich weiß nicht genau, was du von der hältst, aber ich hoffe viel, sonst machst du dich ja bei mir unbeliebt. sie kommt aus dem Osten. Es gibt ein gutes Buch über sie, also nicht von ihr, sondern über sie, über ihr Leben. Das ist sehr lesenswert. Titel habe ich gar nicht parat. Nein, sie hat diese Biografie und sie hat auch diese Biografie, dass man in der DDR natürlich viel in der Nische auch gelebt hat. Und das war in ihrer Jugendzeit auch so. Ja? Sie hatte dieses Kulturinteresse, hat sich für Goethe und so weiter interessiert und da war da total in dieser Welt. Und es gab so viele Leute im Osten,
weil sie einfach wussten, sie finden in offiziellen Strukturen, in Verbänden, das ist nichts für sie. Sie wollen nicht da irgendwie irgendwas da mitlaufen. Da gab es unheimlich viele Nischen, ganz viele kulturelle Nischen im Osten, was sich jetzt nicht so ganz zu ganz vielen im Westen rumgesprochen hat. Gab es unglaublich viele Nischen, die sehr lebendig waren in der DDR, gerade auch in den 80er Jahren nachher. Und dieses Wissen, dass es ein Leben in Nischen geben kann und wie man das macht, das ist auch ein kulturelles Wissen aus dem Osten, glaube ich. Im Westen gab es auch Nischen, aber die waren nicht so politisch erzwungen, sage ich mal, wie bei uns vielleicht im Osten. Ja. Mhm. Und dass aus diesen Nischen aber auch Impulse nach außen strahlen können. Ne? Also dann ist es, dann wird es natürlich, dann wird es interessant, ja, dass in einer kleinen Gruppe von Leuten was entsteht, dann irgendwie nach außen getragen wird über Bücher oder Publikationen oder auch aus Kunstkreisen, ja, Ausstellungen, die dann so gemacht worden sind, halb unter der Hand. Und also dieses ganze kulturelle Thema ist auch sehr wichtig. Also Nischen, und Kultur hatte auch einen anderen Stellenwert in der DDR. Ja, aber Nischen und Subversion und irgendwie Texte so schreiben, dass man den Teil dann gestrichen kriegt und der andere durchkommt, das kann man ja in der Tat lernen, wenn man unter einem solchen, einer solchen Führung arbeiten musste, als Künstler oder als Bürger, richtig? Ja, genau. Und das nochmal, das meine ich nur, ich versuche mir auch gerade das Bewusstsein ein bisschen nach vorne zu bekommen, dass das nicht verkehrt wäre in der näheren Zukunft, in dem Punkt zumindest von den, von euch Ossis, entschuldige, wenn ich das jetzt nochmal sage, zu lernen. Die Nischen sind einfach wichtig. Also wenn wir jetzt in so ein totalitäres System reinrutschen, müssen wir die Nischen kultivieren. Mhm. Denn die Nischen sind ja das, wo man sozusagen dann das wachhält, was wir noch brauchen werden. Gibt es denn das im Osten jetzt auf deinem Eindruck nach, das kann dich ja jetzt nicht fragen, du bist ja nicht in jedem einzelnen Bundesland, aber gibt es das noch, diesen Geist, dass man ja, das versucht? Es gibt auch so Gesprächskreise, ne, wo Leute sich privat einfach treffen, in so einem mittelgroßen Rahmen, so 20 Leuten vielleicht, sich regelmäßig treffen, sowas gibt es schon. Ne? Mhm. Und so salonmäßig in Anführungszeichen, ja, aber einfach normale Leute, die einfach sich austauschen und Ideen entwickeln und überlegen, was können wir jetzt bei uns in der Stadt vielleicht anstoßen. Oder und kommen dann nachher sogar Leute vielleicht zusammen, die so politisch gar nicht auf der gleichen Seite stehen? Kannst das weiß ich nicht. Das ist noch schwierig. Also die Trennung ist schon, die ist, glaube ich, schon gegeben. Also das ist, würde ich jetzt nicht so unterstreichen gleich. Aber es gibt auf jeden Fall, das war doch neulich auch so ein Brief, so in der thüringischen Stadt an Habeck, Thema Erdgas und Nord Stream und so weiter, wo der Brief war dann unterschrieben von allen Stadtratsfraktionen von AfD bis Linke. Mhm. So, also sowas, dass man so in einer mittelgroßen oder kleineren Stadt, dass sich alle zusammensetzen und sagen, das ist jetzt ein existenzielles Problem, wir ziehen wir alle an einem Strang. So, ja? Ich glaube, das wird noch zunehmen. Ja. Mhm. Okay, ja gut, das ist ein Prozess, den wir... Ich kenne diese Theorie, habe ich nicht ganz verstanden. Hufeisen heißt sie, glaube ich, ne? Dass dann der rechte und der linke Rand unten. Das kenne ich auch nicht, weiß ich nicht, ne? Okay, dann lassen wir es wieder weg, wenn wir das beide nicht kennen. Aber das, nee, das ist ja dann, beschimpfen kann man solche Leute am besten als Querfront, das war was ganz anderes. Also, dass du sagst, diese beiden Ränder, also Frau Weidel aus der Ostschweiz und die Sarah aus dem Osten, dann eigentlich in vielen Punkten die gleiche Position vertreten. Also vor Ort. Vor Ort. Also jetzt so auf Berliner Ebene glaube ich nicht, aber so vor Ort, wo man sich persönlich kennt, dann vielleicht doch. Mhm. Ja, es wäre ja zu wünschen, also dass man sagt, dass man auch da sind wir wieder, weil wir müssen reden und ins Gespräch kommen. Mhm. Es gibt ja so Basics und wir können ja auch nicht alle Staatsdelegitimierer und Nazis sein, nur weil wir für mich ist auch der Punkt, Politik muss ja vor Ort entstehen. Also wenn wir alle jetzt nach Berlin starren, da wird von Berlin wird kein Impuls ausgehen. Das ist, Politik muss ja vor Ort auch gemacht werden. Also muss wieder viel mehr, dass man dort wirklich da die Versammlung dort auch besucht und Gemeinderatssitzung auf dem Dorf und der Stadtratssitzung ist teilweise auch formalisiert, teilweise auch schon. Also, auch alle heißt das, du bist nicht so ein Fan der Vereinigten Staaten von Europa oder so, wie das heißt? Nee. Nee. Das ist... Das ist eine schöne Idee, die aber die viele Dinge außen vor lässt. Also allein schon die Sprachunterschiede sind, was die politische Meinungs- und Willensbildung angeht, sind die Sprachunterschiede von so gravierender Auswirkung. Du brauchst ja, um Politik zu machen in so einer Demokratie, erstrebenswerterweise, brauchst du ja einen gemeinsamen Diskussionsprozess. Den kannst du ja nicht über Sprachgrenzen hinweg einfach so machen. Wie soll denn das gehen? Ja. Kannst du gar keine Willensbildung organisieren über eine Sprachgrenze. Das ist unglaublich schwer. Also man es machen, das ist sehr schwer. Genau, das ist der Vorteil der Vereinigten Staaten von Amerika, zumindest, dass die Sprachbarriere nicht gibt. Ja, auch die tun halt dann ich, so. Ja, auch da ist es ja, die Souveränität der einzelnen Bundesstaaten ist ja relativ groß, was die haben ja eigene Gesetzgebung und so weiter. Aber dann kann man sich mit einer gemeinsamen Sprache möglicherweise auf ein, zwei Dinge einigen.
Wir haben diese Diskussion auch bei B&B und Matthias führt sie dann wieder mit der Frau Professorin Gero und so weiter. Du weißt das. Also ja. das bist du, glaube ich, eher skeptisch. Bei Matthias mit dem Kleinen und bei mir auch, dass man sagt, nein, wir müssen in die ganz kleinen Zellen, in die im Grunde die Familien und aus diesen Kreisen muss Demokratie wachsen. Na klar. Nicht, indem ich alle acht Jahre mal ein Kreuz machen lasse von Seri. Das ist ja jetzt irgendwie eh durch. Also das ist ja eh durch. Dieses ganze, also der Glaube an Wahlen ist ja, glaube ich, jetzt nachhaltig erschüttert. Das ist ja einfach auf Bundesebene, ne? Also was da, weil es auch mit diesen ganzen Koalitionen, die wir in den letzten Jahren hatten, die wirken ja doch sehr austauschbar, wenn es um die existenziellen Fragen geht. Du meinst die Haltung, wir zählen nicht richtig, weil sie zählen ja auch nicht richtig. Ja, das muss von unten belebt werden, das demokratische Gefüge, sofern da noch Restsubstanz da ist, muss die von unten belebt werden. Ja, gut, also die Frage ist dann zumindest meine beantwortet. Es gab mal eine deutsche demokratische Republik und auch wenn wir im Westen den Eindruck hatten, dass da überhaupt nichts demokratisch war. Ganz interessant sind ja auch die Debatten 46, 47, 48 in der Westzone. Mhm. Da gab es ja ganz spannende Debatten, also was da politisch los gewesen ist und das wurde ja dann alles auch eingedampft und ich habe es neulich gerade gelesen, das wusste ich gar nicht, in der Zeit, 46, 47, 48, gab es einen großen Generalstreik in der B-Zone, britisch-amerikanischen Zone, da hatte ich noch nie von gehört, der dann über den amerikanischen Militärgouverneur abgebogen worden ist sozusagen. Ja, also das ganze Gedankengut im Sinne von Sozialismus, verstanden nicht als Moskau und Sowjetunion, sondern Sozialismus verstanden als letztlich Sozialdemokratie und für das Gemeinwesen, ja, für die Gemeinschaft, Politik für die Leute, die normal arbeiten und keine Politik für Eliten an der Spitze. Das war ja total lebendig Ende der 40er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen. Mhm. Total lebendig. Und da war kein großer Unterschied. Die Besatzung war ja auch ganz frisch noch. Das war einfach noch eine gemeinsame Überzeugung, dass man jetzt wirklich nach diesem furchtbaren Zweiten Weltkrieg auch wirtschaftlich ganz anders aufziehen muss. Auch mit der Mitbestimmung, mit Eigentumsstrukturen, auch im Westen. Das war ganz, also man musste jetzt gar nicht, weil ich vorhin andere Gelegenheit sagte, man muss auf die 20er Jahre schauen. Ende der 40er Jahre wäre vielleicht noch treffender. Weil da, das ist näher an uns dran und das waren ganz wichtige Diskussionen, die dann auch begradigt worden sind. Die sind im Osten begradigt worden und im Westen auch begradigt worden, jeweils in die gewünschte Richtung. Aber der Geist von damals, auch diese ganzen Debatten, die sind lohnenswert, da nochmal reinzuschauen. Höre ich da eine gewisse Sehnsucht von dir, den Begriff der Sozialdemokratie mal wieder richtig zu füllen? So. Also das nicht, wie er jetzt gefüllt ist. Ich würde das gar nicht so auf die Vergangenheit ausrichten. Das ist einfach, die Frage der Gerechtigkeit ist ja die große Frage der in jeder Gesellschaft über alle Zeiten hinweg. Da können wir auch 500 Jahre zurückgehen, bis zum Bauernkriegen 1525. Oder noch weiter zurückgehen. Es geht immer am Ende um Gerechtigkeit. Und es verengt den Blickwinkel, wenn wir jetzt dann nur über DDR sprechen oder über Sozialdemokratie. Das sind ja auch, die Sozialdemokratie ist ja in einer bestimmten historischen Phase entstanden, mhm. Industriekapitalismus und so weiter. Und Gerechtigkeit ist ja zeitenübergreifendes Ziel. Und das ist ein Ziel, was irgendwie angestrebt werden muss. Und worüber geredet werden muss. Und da ist es jetzt nicht mit so ein paar Steuerschrauben oder Sonderumlagen getan bei Gerechtigkeit, sondern da geht es wirklich ans Eingemachte, da geht es wirklich an die Eigentumsstrukturen. Hier schließt sich übrigens der Kreis zu einer perfekten Möbius-Acht, oder wie immer das heißt. Jetzt kann man dann eigentlich sagen, so, jetzt könnt ihr genau an dieser Stelle in dem anderen Gespräch wieder von vorne anfangen, das ist nämlich wichtig. Ich wollte das nicht runtermändeln auf irgendeine Sozialdemokratie-Debatte. Du hast es nur vorhin zweimal erwähnt. Also der Begriff des Sozialen. Nicht losgelöst von dem SPD-Gedanken. Also dass du sagst, das Soziale und das Demokratische, irgendwie dem eine gewisse Geltung zu, wäre ganz schön, das mal zu füllen, so wie wir es vielleicht auch mal gemacht haben. Ja, aber mit dem Gerechtigkeitsgedanken hast du natürlich... Also man braucht eine sozialdemokratische Partei, braucht man. Aber diese, die wir hier in Deutschland haben, ist ja personell so ausgedünnt, will ich es mal vornehm ausdrücken, dass es schwer vorstellbar ist, wie aus dieser Partei noch wirklich sozialdemokratische Politik wieder kommen soll. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Aber wir brauchen so eine Partei auf jeden Fall. Ich meinte, das vorhin gehört zu haben. Also dann sagtest du, also in den 20ern und jetzt auch noch erweitert in den 50ern, gab es ja mal diese, zumindest eine starke Idee in diese Richtung. Ich will mal auch sagen, als Opposition haben wir im Moment nur die AfD. Ja. Die AfD ist ja keine sozialdemokratische Partei. Nein. So, also da ist eine Lücke. Ja? So. Die AfD ist auch keine, nicht so ungut, aber keine Gerechtigkeitsalternative für Deutschland, weil sie auch, glaube ich, das Neoliberale nicht in Frage stellt. Nein, genau, ganz genau. Insofern ist es keine Alternative. Es gibt in der Partei auch Menschen, die da andere Auffassungen haben, die da sozialdemokratische Gedanken gut versuchen reinzubringen, aber das ist jetzt nicht die Führungsebene. Ja. Ja, okay, dann müssen wir die vielleicht gründen. Im Moment würde keiner von uns hören, aber das machen wir dann vielleicht nächste Woche oder so. Ja, okay. Vielen Dank für den kurzen Ausflug. Wir waren kurz in der DDR, wir waren dann wieder ganz woanders und genauso sollen diese Gespräche laufen. Danke sehr für das PS. Ja. Danke.